Ich bin in meinem Leben schon 16 Mal umgezogen. Und da alle guten Dinge sitzen sind, ziehe ich diese Woche schon wieder um. Doch dieses Mal ziehe ich 700 Kilometer weit weg. Und wie das aussieht, das zeige ich euch heute. Also holt euch was zu snacken, macht es euch gemütlich und abonniert den Kanal sehr gerne, um nichts mehr zu verpassen. Danke! Ich wohne seit 5 Jahren in einer der schönsten Städte der Welt. Wien! Hier wohne ich aber natürlich nicht alleine. Ich wohne hier mit meinem Freund Daniel und meinen beiden Katzen Olaf und Laszlo. So sieht unsere Wohnung in Wien übrigens nicht aus. Falls ihr aber sehen wollt, wie unsere Wohnung in Wien aussieht, dann folgt mir sehr gerne auf Instagram. Da gibt es diese Woche noch eine Roomtour. Und auch wenn wir beide Wien über alles lieben, wird es jetzt leider doch Zeit, Abschied zu nehmen. Und ich habe echt super lange überlegt und studiert und drüber nachgedacht, welche Sims-Welt jetzt am ehesten passt. Und ich bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass es, Trommelwirbel, Willow Creek wird. Wir ziehen nämlich zurück aus Land in unsere Heimat. Die liegt am Bodensee. Bevor wir das Haus jetzt aber einrichten, gehen wir noch schnell CC shoppen. Wir brauchen nämlich ein Bett, ein Sofa, einen Teppich, einen Teppich, einen Teppich. Und damit sage ich herzlich willkommen in unserem neuen Zuhause. Ja, ich weiß, es sieht ein bisschen wild aus. Das liegt aber daran, dass ich nicht bauen kann. So, please don't judge. Ich richte dieses Zuhause jetzt gemeinsam mit euch ein. Und es gibt gleich direkt eine Warnung. Ich habe nämlich vor, mich so richtig auszutoben. Ich will einfach nicht mehr auf die Meinung von anderen Leuten hören. Ich bin mir nämlich ganz sicher, dass es einigen nicht gefallen wird, was ich jetzt mache. Aber das muss es ja auch nicht. Okay, seid ihr bereit für die Farbpalette? 3, 2, 1. Das werden die Farben von unserem neuen Zuhause. Unser neues Zuhause hat 2 Stockwerke. Im Erdgeschoss haben wir den Eingangsbereich, die Küche, das Esszimmer, das Wohnzimmer, das Schlafzimmer und eines der 2 Bäder. Wir standen jetzt mit dem Eingangsbereich und gleich hinter der Tür ist eine Garderobe. Und das hier würde tatsächlich am ehesten drankommen. Also irgendwie. Nee, das geht gar nicht. Das passt schon besser. Und hier steht dann eine Bank. Das sind alles Möbelstücke, die sind schon in der Wohnung. Und da sind wir uns auch noch nicht sicher, ob wir die überhaupt behalten. Und die Leute, die schon länger meine Videos verfolgen, die wissen, ich hasse Fliesenboden. Wir haben aber hier relativ viel Fliesenboden und das heißt, ihr wisst es, wir arbeiten ganz viel mit Teppichen. Und ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich diese Wand hier streichen soll. Entweder wird diese Wand oder die da drüben. Hier unter der Treppe haben wir eigentlich Stauraum. Also hier sind so Türen, die man öffnen kann. Das sieht bei Sims nur leider nicht ganz so cool aus. Aber auf dieser Wand hier hätte ich definitiv sehr gerne einen großen Spiegel. Und dann vielleicht diese Wandfarbe hier. Oder wir machen es richtig krass und zwar in Pink. Das wäre schon cool. Ich bin mir doch nicht 100% sicher. Wir machen am besten einfach mal die Küche. Und wir haben in der Küche zum Glück unfassbar viel Stauraum. Hier ist der Herd und hier ist das Waschbecken. Hier drüben haben wir den Kühlschrank. Aber der ist eigentlich so in einem Kasten eingebaut. Wisst ihr, wie ich meine? Dann haben wir hier drüber natürlich auch noch Küchenschränke. Ich glaube, es sieht ungefähr so aus. Leute, ich war erst 2 Mal dort. Zum Glück haben wir einen Geschirrspüler. Und die Kaffeemaschine von meinem Freund darf natürlich nicht fehlen. Dann machen wir jetzt das Esszimmer. Und beim Esszimmer ist mir einfach direkt aufgefallen, es gibt bei Sims 4 keine Eckbänke. Warum? Wir haben in diesem Raum nämlich eine orange Eckbank. Die ist schon drinnen. Die wird auch genau dort bleiben. Und passt zum Glück zu meinem Farbkonzept. Und wir haben hier einen riesengroßen Esstisch. Wir hatten jetzt seit ungefähr 3 Jahren keinen Esstisch mehr. Wir werden den wahrscheinlich auch nicht so viel benutzen. Aber er ist da. An der Wand hier steht schon ein Geschirrschrank. Ich werde den aber wahrscheinlich durch sowas hier ersetzen. Und ganz wichtig, in dem Raum steht ein Kamin. Und kein einziger von denen kommt wirklich an das ran, was es in echt ist. Am ehesten noch der hier. Und diese Wand hier hätte ich gern so richtig schön voller Bilder. Ich habe aber eine bestimmte Art von Bildern im Kopf. Hier zum Beispiel auch bei meinem Pinterest-Ordner. Also sowas in die Richtung hier. Farbenfroh und bunt. Schauen wir mal, ob wir in der Galerie was finden. Ich glaube, ein paar von den Bildern sind nicht schlecht. Das hier zum Beispiel. Und das hier. Und das. Das Bild hat die richtigen Farben. Und natürlich bekommen sie alle auch noch einen Rahmen. Und das war das Esszimmer. Machen wir weiter mit dem Wohnzimmer. Und hier packe ich wieder meine Farben aus. Und ich hätte hier gern so ein richtig schönes, warmes Gelb. Aber das Gelb hier. Halleluja. Bei aller Liebe, nein. Wisst ihr, ich hätte gern so ein warmes Gelb. Es gibt so richtig schöne Gelbtöne. Und ganz, ja, spezielle Gelbtöne. Aber ich zeige euch dann Bilder in echt. Das wird richtig schön, glaubt mir. Hier haben wir unser Fernsehkästchen. Und gegenüber haben wir unser blaues Sofa. Hier haben wir ein super schönes Bücherregal. Das ist aber in der Wand eingebaut. Hier haben wir unseren Couchtisch in braun. Und ich hätte hier sehr gerne einen Teppich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jeder Teppich sieht hier dazu irgendwie nicht ganz so gut aus. Hier hätte ich dann gerne noch einen Spiegel. Und hier drüber vielleicht ein paar Kisten. Sehen bei Sims leider auch wieder unfassbar massiv aus. Hier haben wir tatsächlich ein Fenster drüber. Und ich hätte da gerne Lichterketten. Das ist leider auch nicht perfekt. Aber Leute, ich habe bei Sims leider einfach begrenzte Möglichkeiten. Und in echt haben wir hier eigentlich viel mehr Platz. Ich habe es ein bisschen
bisschen zu eng gebaut. Das erste Badezimmer hat hier 2 Theken und einen Schrank. Hier haben wir das Waschbecken. Und ich glaube, wir müssen eine Theke entfernen. Vielleicht, wenn wir 2 Theken ineinander schieben und das dann hier drauf. So zum Beispiel. Hier haben wir dann das Klo. Und da hinten ist eine Dusche. Und hier ist eine Glaswand dazwischen. Ja, circa so. Hier haben wir den Spiegel. Und mehr ist es auch nicht im Bad. Weiter machen wir mit dem Schlafzimmer. Das Zimmer, wo ich noch am wenigsten weiß, was ich machen will. Also farblich. Das Bett hätte ich sehr gerne an der Wand. Und wir haben dieses klassische IKEA-Bett, das hier offensichtlich keine Matratze hat. Hier haben wir dann 2 Kommoden, für die wir in echt eigentlich viel mehr Platz haben. Und hier in der Ecke hätte ich gerne so eine Art Schminktisch. Und was die Wandfarbe angeht, habe ich mir 2 Dinge überlegt. Ich hätte nämlich gerne hier hinterm Bett eine Tapete. Eine Tapete mit Blumen. Irgendeine, die nicht ganz so aufregend ist. Also sowas in die Richtung. Und die Wand hier wird blau. Überm Bett hätte ich dann gerne so einen Himmel. Aber bei Sims sieht das gerade alles richtig wild aus. Oh Leute, ich weiß ja nicht. Und hier kommen dann noch ein paar Regale hin. Dann haben wir noch den Balkon. Da hätte ich hier sehr gerne eine schöne Sitzmöglichkeit. Und dann hier noch einen Platz, damit wir draußen essen können. Balkon ist nicht groß, aber es ist schön, dass wir den haben. Und dann wird es Zeit für den zweiten Stock. Hier haben wir nämlich noch 2 Zimmer. Denn mein Freund und ich, wir arbeiten beide von zu Hause aus. Das heißt, jeder von uns hat ein eigenes Büro. Das hier wird das Büro von meinem Freund. Und hier haben wir eigentlich fette Dachschrägen. Die Wand hier ist schon angemalt. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich es einrichten soll. Er freut sich nämlich schon extrem drauf, das Ganze selber zu machen. Und hier in den Hintergrund bekommt er ein Sofa. Doch, das ist schon süß. Ich glaube, das würde ihm gefallen. Aber bleibt dran. Das zeigen wir ihm jetzt nämlich gleich. Zuerst machen wir noch das Badezimmer oben. Da ist die Toilette hier. Und hier haben wir so eine raumsparende Badewanne. Hier ist das Waschbecken. Und darüber ist natürlich ein Spiegel, den man öffnen kann. Hier steht dann die Waschmaschine. Ich habe aber dieses Pack nicht, mit dem man Waschmaschinen bekommt, weil ich Wäsche waschen hasse. Also werde ich mir das sicher nicht kaufen. Und hier hinten haben wir dann einfach eine Infrarotsauna. Auch etwas, was wir wahrscheinlich nie benutzen werden. Aber sie ist da. Und zu guter Letzt machen wir mein Büro. Mit meinem neuen Video-Hintergrund, Leute. Und da ist es halt jetzt einfach so. Es muss nicht gut ausschauen, wenn man reinkommt, sondern einfach nur im Hintergrund vom Video. Ja, tatsächlich so ist es. So ist es auch mit dem Raum hier gerade. Hier steht die Kamera. Hier haben wir mein Mikrofon. Und hier haben wir die Lampen. Die haben wir links und rechts von mir. So sieht das Ganze dann aus. Aber ich weiß noch nicht, was ich mit dem Hintergrund mache, Leute. Schreibt mir jetzt bitte sehr gerne in die Kommentare. Findet ihr es cooler, wenn die Wand bunt ist? Oder findet ihr es besser, wenn sie weiß ist? Da ihr euch ja die Videos anschaut, dürft ihr das sehr gerne auch entscheiden. Ich würde mich, wenn, dann wahrscheinlich für eine dezente Farbe entscheiden. Vielleicht sowas? Aber ich bin mir wirklich noch absolut unsicher. Hier haben wir übrigens so Fenster. Und durch die kann man bis ganz runterschauen. Das Haus hat auch einige Holzelemente. Also hier sind eigentlich überall Holzbalken. Und jetzt, meine lieben Freunde, gibt es eine kleine Überraschung. Mein Freund hat nämlich keine Ahnung, was ich in der Wohnung vorhabe. Und wir werden ihm das jetzt zeigen. Darf ich vorstellen? Mein Freund! Hallo? Okay, bist du bereit? Ja. Wir gehen jetzt rein und ich hoffe, du bekommst keinen Herzinfarkt. Wir fangen ganz simpel an. Das ist der Eingangsbereich. Okay. Meinung? Ja. Schwierig. Warum schwierig? Der ist ja voll nicht. Ja, wir lassen den Eingangsbereich genauso, wie er ist. Wieso schaut er nicht aus? Okay, wir drehen uns jetzt um. 3, 2, 1. Ist das deine Reaktion jetzt da drauf? Ja. Die Farbe ist ein bisschen krass, aber es gibt wirklich schöne Pinktöne. Okay, aber wieso nicht rosa? Von mir aus können wir auch rosa machen. Das ist das Esszimmer. Das finde ich schön, ja. Toll. Aber hier ist dann so eine bunte Bilderwand. Das gefällt mir sehr. Schön. Hier haben wir die Küche, die ist einfach... Hier drüben haben wir dann das Wohnzimmer. In gelb an der Wand. Cool. Wieso hat die Wand hier keine Farbe? Da überlege ich noch. Vielleicht machen wir da eine Tapete hin. Aber ich finde, du hast es sehr gut getroffen. Perfekt. Das Badezimmer. Das ist das Badezimmer. Das sieht auch aus, wie das Badezimmer halt aussieht. Und jetzt kommen wir zum Schlafzimmer. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben leider keine Matratze. Aber ich habe mir gedacht, dass wir an der Wand eine Tapete haben. Irgendwas mit Blumen. Irgendwas Schönes, Ruhiges. Und dass die Wand daneben dann bunt wird. So ein dunkles Blau. Finde ich schön. Ja, dunkles Blau ist ja eine von unseren beiden Lieblingsfarben. Hier ist so mein Schminktisch. Ich hoffe, das passt. Ja, voll okay. Wenn ich den auch verwenden darf. Klar. Hier haben wir unsere Kommoden. Ich war zu faul zum Dekorieren. Und jetzt gehen wir nach oben. Hier habe ich circa...
gar nichts gemacht. Was ist das für eine Wandfarbe? Weiß. Und dann zeige ich dir mein Büro. Da habe ich tatsächlich absolut keine Ahnung, was ich machen werde. Schön, oder? Wow. Und jetzt kommen wir zu deinem Zimmer. Keine Sorge, ich habe ihn schon ein bisschen eingerichtet, aber nicht wirklich. In echt darfst du dann einrichten. Bist du bereit? Ja. Let's go. Das ist dein Büro. Wow. Hier ist dein Schreibtisch. Und wir haben ja gesagt, dass du da hinten dann ein Sofa hast. Perfekt. Also ich finde es wunderschön. Da würde ich mich wohlfühlen. Auch mit dem Teppich. Ja, und das war unser Haus. Tschüssi.